waren schlimmer als befürchtet und überall verstaubt. Am Balanceakt gescheitert und nicht dran geglaubt. Man merkt mit der neuen Tribüne, es ist schon ganz ganz andere Atmosphäre da. Ich glaube, wenn das Ding fertig ist, dann brennt hier wirklich der Baum. Wir sind alle stolz, die den Verein lieben, was hier geschaffen wurde in einer relativ kurzen Zeit. Die Leute danken uns das, was wir geleistet haben. Und die wissen, dass hier auch knallharte Arbeit geleistet wird. Und das könnte ein Vorgeschmack sein, weil alle freuen sich auf die zweite Bundesliga. Die Möglichkeit und er ist drin! Der Ball ist drin, es ist nicht zu fassen! Ich seh, ich seh, ich seh, weil wir immer wieder aufstehen, aufstehen, aufstehen. Unsere Köpfe in den Sturm drehen, Köpfe in den Sturm, bis wir wieder Licht sehen, Licht sehen, Licht sehen. Gleiche Chance für jeden. Wir sammeln die Gedanken auf und kleben sie ins Leben. Wenn die Schiene unterbrochen ist, fahren wir auf ein Rad. Wenn die Sollbruchstelle müde wird, dann flicken das wir muss die mir Naht. Jetzt nicht mehr. Es, letztendlich geht es jetzt um Ergebnisse und das ist was ich jetzt erwarte von meiner Mannschaft. In restlichen 4 Spielen sind 12 Punkte zu vergeben und da brauchen wir Punkte. Wenn die Tücher sind, dann schreiben wir es uns. Ich weiß, es wird besser. Ich weiß, es wird besser. Der Brei ja, ich weiß, es wird und das besser. Das 2:1 für Aue. Weil wir immer wieder Licht sehen. Vorbei. Und dann kommt der Pfiff, der eine krasse Fehlentscheidung ist vom Schiedsrichter. Glatt rot für Härtner. Stehen, unsere Köpfe in den Sturm drehen. Köpfe in den Sturm. Und deshalb, Pavel, mein aufrichtiger Dank und ich wünsche dir persönlich für die Zukunft alles erdenklich Gute. Möchte ich mich da auch kurz fassen jetzt und möchte ganz kurz nur sagen, Domenico, willkommen im Schacht. Großartig, da geht das Licht an. Niki Adler mit einem Traumtor. 1:0, Kraft, ein Treffer für die Vereinsfans. Wir flicken die Naht, es geht uns schon besser, es wird alles klar. Wir spüren unseren Puls, es geht uns schon besser, es geht uns schon besser. Weil wir immer wieder Licht sehen, Licht sehen, Licht sehen. Das 3:0 nach 18 Minuten, der Wahnsinn im Erzgebirge. Gegen Heubach trifft und der Stadion flippt auf.